Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann immer du dieses Video schaust. Heute haben wir uns hier wieder versammelt, der Axel. Hallo. Und der Tom. Mahlzeit. Und ich natürlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es ein bisschen mehr um mein Thema. Die Jungs haben sich auch versucht, immer drum herum zu winden, aber ich bin ja hartnäckig und ich bleibe dran. Heute geht es um das Thema die Mutter aller Ängste. Und wir haben natürlich schon wieder ein Vorgespräch gehabt, ziemlich lange, und sind wieder mal von Höxchen auf Stöckchen gekommen. Und es geht tatsächlich darum, ganz viel um Energien und Emotionen, wie zum Beispiel Angst, machen ja Frequenzen und die ziehen etwas an. Und ich habe jetzt seit 3 Monaten schiebe ich dieses Video vor mich hin, dieses Video zu machen über die Mutter aller Ängste, welches nämlich der Tod ist. Und letzte Mal, als wir drei hier zusammen waren, wusste ich, warum ich schiebe. Es muss ein Video mit uns dreien sein. Deswegen nehmen wir das heute in Angriff. Meine Gedanken dazu sind, dass ich immer wieder feststellen muss, wenn wir vor etwas Angst haben in einem Moment jetzt, also in dem Jetzt hier, woraus resultiert die Angst und wo würde sie weitergedacht hinführen? Also wir machen ein klassisches Beispiel. Jetzt, die Medien halten uns sehr in Angst wegen dieses Dingen, was da ja angeblich irgendwo in den Aerosolen rumfliegt. Und diese Angst, was macht die denn mit mir? Ja, also viele Leute wissen mittlerweile, okay, das bringt mich jetzt nicht sofort um. Das haben jetzt viele verstanden. Dann ist aber eben noch diese Maskenpflicht zum Beispiel. Was ist jetzt da der nächste Step? Der nächste Step, ich habe Angst davor, dass mich einer erwischt. So, dann hast du den nächsten Step, ich habe Angst davor, dass man mir eine Geldstrafe irgendwie gibt. Dann ist der nächste Step, ja, ich habe das Geld nicht oder ich will es nicht ausgeben, wie auch immer. Und wenn du diese Steps immer so weiterführst, kommst du irgendwann an den ultimativen letzten Punkt und der ist immer der Tod. Und aus diesem Grund finde ich es total wichtig, dass wir die Angst vor dem Tod verlieren. Weil wenn ich davor keine Angst mehr habe, kann ich die ganzen Schritte auch zurückgehen. Hast du da oder habt einer von euch beiden da einen Gedanken zu? Ja, ja. Ich drängel mich mal vor, gerade wo du das so gesagt hast. Als erstes mal, alles das, was wir hier sagen, passiert ja spontan. Wir bereiten uns also nicht vor. Das sind Gedanken, die jetzt gerade entstehen, basierend auf der Energie unserer Gegenüber. Und wie du gerade Maskenpflicht gesagt hast, kam mir wie so ein Blitz in den Kopf. Woher kennen wir eigentlich Masken? Diese Masken, die wir jeden Tag jetzt heute auf der Straße sehen, woher kennen wir die in unserem Leben? Ja, ich würde ja mal sagen, wenn, dann OP. Genau. Und was verbindet man mit OP? Naja, erstmal vielleicht Lebensgefahr, wenn es schlecht läuft, ne? Ja, genau. Krankheit, Operation, Schmerz, Lebensgefahr, Tod. Das heißt, mit jedem Blick auf eine Maske sagt mein Unterbewusstsein mir, ach du Scheiße. Leben ist endlich. Schmerz, ja, Operation, Tod. Und genau damit spielen die. Das ist, wie ich finde, ein Programm, was wir von Kindheit auf bekommen. Denn von Kindheit verbinden wir die Maske genau mit den Punkten, die ich gerade genannt habe. Und unterbewusst wird dieses Programm der Angst sofort getriggert, wenn ich die Maske sehe. Das kriege ich gar nicht mit. Das ist eine Sache, die passiert bei mir im Unterbewusst. Ich bin voll gerade bei dir. Mir kommt gerade voll das Ding, dass ich mit 5 Jahren bin ich operiert worden am Blinddarm. Und es war wirklich Horror. Also man hat mich da alleine liegen lassen, keine Eltern mit, so wie heute. Ich finde das ja total schön, dass die Eltern quasi bis zur OP-Tür Händchen vom Kind halten können. Das war damals alles nicht und ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Plötzlich kamen irgendwie 5, 6, 7, keine Ahnung, 8, 10, 100 verwummte Menschen auf mich zu und irgendeiner hat mir dann eben so ein Teil ins Gesicht gehalten. Jetzt weiß ich, vielen Dank, weshalb ich eigentlich so ein Problem mit diesen Dingen habe. Du schläfst ein mit Menschen mit einer Maske vor deinen Augen, du hast Schmerzen, du hast Panik, du hast Angst, du wachst auf mit Menschen mit dieser Maske vor den Augen. Das heißt, diese Maske löst bei uns genau die Urangst aus, die du gerade eben beschrieben hast. Und das basiert laut meiner Erfahrung, ich habe ein bisschen mal mit Psychologie auch in den letzten Jahren mal ein paar Kurse belegt, also überhaupt nichts, wo man sagen kann, das war jetzt extrem viel, aber trotzdem habe ich da gelernt, dass wir in der Kindheit gerade
viele Programme aufnehmen. Ja, alle, nicht viele, fast alle. Genau, die legen wir im Unterbewusstsein ab und die werden automatisch getriggert, wenn eine Situation da ist. Und die bemerken wir oft auch gar nicht. Also viele von euch, die jetzt zuschauen, kennen die Situation, dass du dich verhältst auf eine Art und Weise, wie du dich gar nicht verhalten wirst, wenn irgendwas da ist. Also ich kenne das zum Beispiel von meiner Frau, wenn ich konzentriert irgendwas arbeite und sie stört mich in dem Moment, dann habe ich so ein Programm, wo ich sie anblaffe und sage, ah, lass mich jetzt mal in Ruhe oder so. So rede ich mit meiner Frau grundsätzlich nie und nimmer. In manchen Situationen tue ich das, obwohl ich das gar nicht will. Das ist mein Unterbewusstsein. Autopilot. Genau, Autopilot. Und ich muss erkennen oder ich sollte erkennen, welche Programme ich habe, damit ich die abstellen kann. Dafür muss ich wiederum bewusst sein. Also Autopilot unterbewusst, abstellen oder sich selber programmieren, bewusst. Und das ist das Thema mit der Maske. Das läuft bei uns allen unterbewusst ab. Und deshalb haben alle Menschen, die da draußen rumlaufen und das glauben, was man ihnen sagt, eine Riesenangst, obwohl sie jetzt vielleicht gar nicht merken oder zugeben wollen. Ja, genau. Und aus Angst heraus machen wir dann auch viele Dinge. Und wie gesagt, für mich ist irgendwann ganz, ganz klar geworden, dass der Urkern aller Ängste der ist, nicht zu überleben. Nicht zu überleben. Und dafür ist ja unser Ego zuständig. Also für diese Angst vor dem Tod ist unser Ego zuständig. Weil nach meiner Philosophie sind wir ja große Seele, die, also große, Tom mag eben gerne lieber sowas wie Energie das Wort, also mein Wort dafür ist aber, ich bin Seele, ich bin sozusagen eins mit diesem ganzen Urozean, wie man das auch nennen möchte. Und wenn ich mich inkarniere, also ein Teil meiner Seele in den Körper hier wandert, wo ich nämlich glaube, dass wir nicht komplett hier drin sind, sondern diese Anbindung an, wie man so schön sagt, an oben, höchstwahrscheinlich die Anbindung an ist an unsere eigene Seele, wer immer dann auch unsere eigene Seele ist, bis hin zu dem Gedankengang, vielleicht ist unsere eigene Seele Gott oder das, was wir immer dafür halten oder wie wir es betiteln wollen. Und diese Seele weiß ja, dass sie unkaputtbar ist, weil sie ist Energie. Die ist immer da. Während das Ego ganz verhaftet ist mit unserem Körper und natürlich volle Möhre Angst hat, wenn du stirbst, also wenn dieser Körper kaputt geht, wie auch immer geartet, Unfall, alt, was auch immer, dann ist Ego weg. Und dieses Ego hat einen wahnsinnig großen Einfluss auf uns. Weil dieses Ego sagt dir ja den ganzen Tag, boah, mach dies nicht, mach das nicht, mach jenes nicht. Gleichzusetzen zum Beispiel auch wie mit dem inneren Schweinehund, wenn du weißt, du müsstest eigentlich jetzt mal wieder joggen gehen oder sowas, ja. Dann sagt Ego, oh, ist aber irgendwie auch total schön hier auf der Couch. Und eigentlich wollte ich mit meiner Frau sowieso nochmal über dies und jenes reden und bla 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 bla. Ja, das ist so das Ego als getarnt als innerer Schweinehund, der dir ja immer sagt, also Axel, guck dich mal an. Bis jetzt bist du nicht jeden Abend laufen gegangen und wir haben überlebt. Wenn du jetzt hier so ein neues Programm fahren willst, jeden Abend laufen, wissen wir gar nicht, ob du das überlebst. Bleib lieber sitzen. Ja? Das ist ja immer das Ego, was mit uns redet und uns immer quasi vom Sterben abhalten möchte. Und wenn Ego irgendein Programm noch nicht kennt, irgendwas Neues, hat sowieso immer Angst davor. Jetzt kommen die da mit so einem neuen Keim. Also hat Ego völlige Angst zu sterben. Ja? Und weil wir ja schon auch letzten Endes füreinander da sind, ist ja Tod immer schlimm. Also selbst wenn du keine Angst hast, vielleicht vorm Sterben, haben sie uns ja auch eingetrichtert, musst du tragen, weil sonst jemand anders stirbt. Also die Möglichkeit hat zu sterben. Ja? Also letzten Endes, alle Ängste, die wir haben, resultieren aus dem Ego heraus, dass dieser Körper das ganze Ding hier nicht dauerhaft überstehen wird. Und wenn wir das einmal erkannt haben, und da sind wir wieder bei Bewusstsein, was ich eben so total wichtig finde, das ist ja das, was ich mit meiner Arbeit auch immer mache. Ich schule oder erinnere nur an Dinge, die ja eh schon in uns sind, dass die hochkommen, dass die uns bewusst werden. Und wenn mir bewusst wird, dass ich eigentlich niemals vergehen kann, dass meine Seele oder meine Energie wie eine PET-Flasche ist, nämlich unkaputtbar, brauche ich vor all den Dingen, die hier im Außen stattfinden, in letzter Konsequenz eigentlich keine Angst zu haben. Ha, Video fertig, perfekt. Der
Achtung, hat am allerwenigsten Lust heute auf dieses Video, das wissen wir ja. Was Nein, das stimmt ist deine nicht. Meinung dazu? Ich fand es nur gerade sehr lustig. Wir haben ein Wahrnehmungsproblem in meinen Augen. Wir haben ja nicht ein Problem mit Angst und mit dem Tod, sondern wir haben ein Problem mit der Wahrnehmung des Todes. Und in meinen Augen ist das das Produkt von jahrelanger äußerer Einwirkung. Wenn man sich die ganzen Urvölker anguckt und wenn man sich auch einige heute bestehende Gesellschaftsschichten anguckt, dann feiern die den Tod. Nicht im Sinne von endlich ist er tot, sondern im Sinne von möge deine Seele auf eine schöne Reise gehen und du kommst dann wieder in 2 Generationen oder so. Und das ist der Ursprung von dem ganzen Zeug, wenn man wirklich mal irgendwie in die Vergangenheit guckt, soweit man das dann eben zuverlässig kann. Und als Onkel Petrus kam und oder Onkel Klerus kam, muss man ja viel mehr sagen, hat er aus dem ganzen Quatsch irgendwie eine schwarze Veranstaltung gemacht, die mit ganz viel traurigen Liedern, irgendwelchen sakralen Riten, ich schmeiß die Erde auf den Kopf, wenn du da im Loch liegst und so ein Zeug passiert ist. Also letztlich hat man die Seele in ihrer Reise behindert. Und ja, weil man das nicht möchte, weil man nicht in dem schwarzen Loch liegen möchte, wo dann Erde von jedem, den man kennt, auf dich draufgeschüttet wird, wo dann am besten noch eine Platte oben drüber kommt in so einer Krypta und dann nochmal irgendwie Erde oben drüber kommt, deswegen möchte man nicht auf dem Friedhof. So, nun sage ich die ganze Zeit schon, wenn ich mal abkratze, dann entweder in ein Boot legen, das Boot anzünden und aufs Meer treiben lassen oder hier die Variante irgendwie nach Kroatien auf dem Berg und da oben uns im Holzdingens anzünden. Also so die altvölkischen Methoden der Seelenreise. Und dann habe ich damit gar kein Problem zu sterben, weil ich ja weiß, okay, meine Energien können so frei werden, wie sie werden. Meine Energien verschmelzen nicht mit der Erde, wenn ich in einem Sarg liege. Das tun die einfach nicht. Und auch gar nicht, wenn ich nicht mit dem Kissen liege und mit irgendeinem anderen Zeug, was in dem Sarg drin ist. Dann vermischt sich die Scheiße nachher noch und sehe ich, dann weißt du, wer weiß, was in dem Kissen drin war. Insofern, in meinen Augen kann sich das nur lösen, wenn man das selber auch möchte und eben auch, wenn die anderen loslassen. Das sehe ich als Problematik jetzt auch, das Loslassen, was jetzt diese ganze Altenpflegegeschichte angeht. Also wir haben es ja geschafft, mit irgendwelchen medizinischen Hilfsmitteln das Leben in utopische Längen zu verlängern, was nicht heißt, dass es bisher früher keine Leute gab, die 100 geworden sind, aber die Rate derer, die heute 100 werden, ist doch deutlich größer und das muss man nicht immer feiern. So ehrlich sage ich das. Ja. Also mein Opa ist selber gerade erst vor kurzer Zeit gestorben und war mehrere Jahre in einem Demenzhospiz und wurde da betreut, hat am Anfang eine Pflegestufe 2 gehabt und am Ende eine 4 und sie wollten ihm eigentlich schon ein halbes Jahr lang eine 5 geben. Da geht es nur um Geld und wenn man die Zustände da anguckt und die Leute, die anguckt, die da pflegen, dann sind wir wieder bei Herrn Spahn und der Politik, der dann irgendwie nach Südamerika fliegt am Anfang der Corona-Krise, um für Pflegekräfte zu werben. Aber wenn man sich anguckt, mit wem man da hinfliegt, was die Leute kosten und bla, hätte er das Geld, was er da an Treibstoff, an Material und an Personal bezahlt hätte, hier investieren können und jeder Pfleger hätte für ein ganzes Jahr lang einen Euro mehr Lohn bekommen. Also da sehe ich einfach viele Dinge miteinander verkettet. Und ich finde es nicht erstrebenswert, in so einem Hospiz zu landen. Ja, und man hat aber leider durch die gesellschaftlichen Veränderungen in den letzten 150 Jahren nicht mehr die Möglichkeit, die Leute zu Hause zu pflegen. Die meisten jedenfalls nicht. Ja, weil man eben alleine nicht mehr, kann alleine eben kein Geld mehr verdienen und das ganze andere Zeug. Ne? Genau, genau. Da sind wir ja dann wieder. Also ich habe eine aus meinem Kanal, die hat genau diese Situation. Die Mama hatte, glaube ich, einen Schlaganfall. Jetzt war sie in einem Heim. Die Heimzustände waren schrecklich. Man konnte sie nicht besuchen. Die haben jedes Mal gekämpft irgendwie, dass sie überhaupt mit dem Rollstuhl mal im Garten geschoben werden durfte. Und also ich habe gesagt, ich hätte die schon längst gekidnappt und nach Hause genommen. Und dann ist aber so die Sache, ja, aber dann will sie das nicht und wir schaffen das im Haus nicht. Und das ist halt die meisten, also wir pflegen ja die Oma auch hier bei meiner Schwiegermutter, deswegen bin ich ja hier. Wir haben natürlich hier das Glück, dass wir hier eine Wohnung haben mit ein Haus haben mit 2 separaten Wohnungen. Die Oma hat früher immer ganz selbstständig unten in der Wohnung gewohnt, meine Schwiegermutter hier auf der Etage. Und wenn jetzt beide irgendwie nur so eine 2-Zimmer-Wohnung hätten, würde das ja gar nicht machbar sein. Ne? Also wie du sagst, die gesellschaftlichen Formen haben sich so geändert. Dann, jetzt ist meine Schwiegermutter eben selber ja auch schon Rentnerin, deswegen kann sie das gut. Ich bin so freiberuflich, kann von jedem Ort sozusagen mehr oder weniger arbeiten, kann deswegen hier sein und sie unterstützen. Das geht ja bei den allermeisten überhaupt nicht. Ja? Und obwohl
die Oma und ich glaube auch dein Opa nichts Lebensverlängerndes mehr bekommt. Also die wirklich, die Oma bekommt nur so eine Kräutertablette, damit sie Pipi machen kann, damit sie nicht ständig eine Blasenentzündung hat. Und ansonsten kriegt sie eine ganz kleine Entwässerungstablette, weil sie echt Wasser in der Lunge hat. Wasser in der Lunge ist schon wirklich echt fies, ja. Und das ist mehr oder weniger alles, ja. Und trotzdem stirbt sie ja nicht, weil ich glaube auch gerade diese Generation auch nochmal so eine wahnsinnige Angst vor dem Tod hat, ja. Also sie sagt ja ganz oft, ich sehe da schon den Sensemann, so sagt sie das immer, ne? Ja, aber ich gehe noch nicht. Ich gehe noch nicht. Das sagt sie teilweise ganz bewusst. Ja, mein Opa hat ganz bewusst abgelehnt. Also der hat ja in seiner Lebzeit gesagt, er möchte niemals in die Pflege. Ja, will ja keiner, ne? Und hat als letzte Willensbekundung, wenn du so möchtest, oder so, wo er noch größtenteils bei Verstand war, hat er zu meiner Oma gesagt, er möchte bitte niemals an Maschinen angeschlossen sein. Und wir haben das dann irgendwie über verschiedene Umwege hinbekommen, dass es also so ein Stück Papier gab, was da hinterlegt war. Aber als es passierte, war das nicht auffindbar. Nein, echt? Aber das ist ja... Zweimal. Und das ist eben der Punkt. Also im Prinzip war sein Körper oder ist der Körper, wenn man dement wird, so stark vergiftet, interpretiere ich jetzt mal, dass das da oben nicht mehr so gut funktioniert. Es gibt sicherlich andere Indizien und bestimmt ist irgendeiner Mediziner und hat toll Schulmedizin gelernt und wird mir das Gegenteil erzählen, aber in meinen Augen sind das Vergiftungserscheinungen, wenn da oben Synapsen nicht mehr so funktionieren. Und der Körper hat also aufgrund dieser schlechten Informationsversorgung einfach irgendwann abgeschaltet und wollte nicht mehr. So, hat die Essensaufnahme verweigert oder irgendwas anderes oder hat vergessen zu essen, weil er gesagt hat, Sekunde, das bringt ja nichts mehr. Das kann man also interpretieren, wie man möchte. Und dann wurde quasi das verlängert, er wurde dann in ein Krankenhaus gebracht, er wird dann in dem Krankenhaus künstlich ernährt, von dem er ja, wo er nie hin wollte, diese Art die Behandlung, da wird er dann an so einen Tropf gehangen, in dem, glaube ich, alles drin ist, was dem Körper jahrelang fehlte. Und auf einmal geht es ihm wieder besser. Oh, die Schulmedizin ist super. Ja, die Schulmedizin weiß übrigens schon seit deiner Geburt, was dir fehlt und sorgt dafür, dass du es nicht kriegst. Und sie tun also dann in dem Status etwas, was verbessert, so doll verbessert, dass er sich auf einmal wieder an seine Frau erinnern kann. Also da sieht man auch die Perfidität dessen, was hier abläuft, dass er auf einmal mitkriegt, ah Sekunde, du bist ja meine Frau, wir sind ja hier jahrelang verheiratet. Der kann deswegen sich nicht 1A artikulieren, aber man konnte dort sehen, dass er tatsächlich auf einmal wieder mehr in einem Zustand war, in dem er ansprechbar war als vorher. Das las aber auch nach 2 Wochen wieder nach. Mhm. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also, dass man da natürlich mit allen möglichen Dingen kann man, ich glaube sowieso, dass, also ich meine, ich glaube, dass ich weiß, dass bin Heilpraktiker, habe es oft genug selber festgestellt, also mit diversen Zusätzen an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und vor allen Dingen Aminosäuren kannst du eine ganze, ganze Menge im Körper ja anstellen. Aber um nicht weit zu weit vom Thema wegzukommen, ich denke, dass es gar vielleicht manchmal gar nicht die Angst vor dem Tod ist, sondern vor dem Sterbeprozess. Ja, genau, das ist das, weswegen fand ich das jetzt ganz passend, weil genau. Das ist ja nicht weit vom Thema weg. Das ist die letzte Station, die wir uns in unserer hochentwickelten Zivilisation vorstellen. Ja. Ja. Nur ist es das Menschenunwürdigste, was irgendwie nur möglich ist aufgrund dieser Zivilisation. Gut, das ist natürlich die Sache im Alter. Aber ich wette, dass junge Menschen auch schon Angst haben. Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt irgendetwas mache, wenn irgendetwas passiert, was mir Angst macht, dann im Unterbewusstsein läuft dieses Programm ab. Also du könntest ja jetzt immer sagen, ja gut, dann zahlst du die 150 Euro, weil du die Maske nicht getragen hast. Und dann sagst du, ja gut, dann fehlen mir halt die 150 Euro am Ende des Monats. Und dann sagst du vielleicht noch, okay, dann esse ich halt für 150 Euro weniger diesen Monat. Und dann, was weiß ich, also es reduziert sich zum Beispiel auch unwahrscheinlich viel auf Geld. Ja, also mit Geld ist auch immer das ganze Überleben gesichert. Das ist auch ganz spannend. Ja, diesen Zusammenhang, den wir haben, deswegen funktionieren finanzielle Strafen ja auch immer super. Ich will gleich Rumpelstilzchen, das kannst du so nicht sagen. Wer soll denn das gemacht haben? Wer soll denn so auf die Menschen einwirken, dass sie ihr Leben mit Geld verbinden? Das ist ja wohl ausgedacht. Ja, meinst du? Sarkasmus viele rein. Ich finde das so gut. Tom hat auch den Clown gefressen, glaube ich. So kenne ich ihn gar nicht. Aber die Existenzangst ist natürlich die Angst, die
die auch überall gefördert wird. Das ist ja, das heißt ja, überleg mal, das ist genau das Wort, was du nämlich gerade benutzt. Wenn wir an Geld denken, damit sichern wir unsere Existenz. Und wenn Geld nicht da ist, haben wir eine Existenzangst. Also wir haben eine Angst um unsere Existenz. Sprich, damit haben wir wieder die Mutter aller Ängste, den Angst vor dem Nicht-mehr-Dasein, vor dem Tod. Also ich wiederhole ja oft, dass ich sage, es gibt zwei Sachen, wenn wir die verändern, wird es der ganzen Menschheit gut tun oder wird es auch allen gut gehen. Das einmal verhindere oder vernichte die Existenzangst. Da geht es um Geld und zum Wohle aller, wenn wir das als Grundregel nehmen, dann kann es auch keine Kriege mehr geben und es kann kein Leid mehr für einen anderen geben. Da sind wir wieder bei Souveränität und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, und da komme ich wieder zurück, wenn wir unbewusst leben, und das tun wir leider, ich bis vor kurzem noch, manche leben vielleicht schon länger bewusst, aber die meisten Menschen leben unbewusst auf Autopilot, von morgens bis abends, weil sie all den Regeln folgen, die man ihnen gesagt hat, die man ihnen beigebracht hat, in der Schule, im Elternhaus, überall. Und da will ich gar nicht jetzt den Eltern einen Vorwurf machen, denn die leben ja auch in diesem Prozess drin. Die haben ja auch die Regeln. Die haben auch nach den Programmen gelebt. Also wir sind ja eben die Konsequenz aus unseren Vorfahren und unserer Umwelt. Und die alles das führt dazu, dass wir immer nur auf Autopilot laufen. Und da müssen wir raus. Wir müssen einfach mehr in dieses Bewusstsein hier hineinkommen und selber spüren und erfahren, was für uns gut ist. Und da habe ich eben, hat mir die Sabine ein schönes Wort genannt. Wie heißt das? Kinesiologie. Genau, auch da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, man kann tatsächlich prüfen, ob ich ein unterbewusstes Programm gerade habe oder nicht habe, indem ich mein Unterbewusstsein frage. Und in dem Moment, wo ich das habe, also sagen wir mal, ich frage mein Unterbewusstsein, ob ich gerade Angst habe, ja, in irgendeiner Situation. Und wenn ich Angst habe, baut mein Unterbewusstsein sofort Stress auf. Und dieser Stress führt dazu, dass ich das merken kann, dass ich zum Beispiel Muskeln nicht so kontrahieren können, wie sie es sollten. Und deshalb kann ich auch erkennen, ob die Situation gut oder schlecht für mich ist. Und alleine dieses Erkennen führt schon dazu, dass ich das Programm verändern kann. Wenn ich weiß, dass ich das Programm habe und wenn ich dann darauf achte, wann dieses Programm getriggert wird, dann kann ich es verändern. Dann bin ich souverän und dann kann ich für mich selber auch die Angst, zum Beispiel die Todesangst, wenn ich eine Maske sehe, kann ich dann verändern. Und wenn ich das verändert habe, dann habe ich nämlich die Situation erreicht, dass ich genau in diesem Moment das bin, was ich sein möchte, nämlich ein selbstbestimmter Mensch, der für sich selber alle Regeln gibt, der für sich selber entscheidet, was für sich gut ist und was für sich schlecht ist. Und da sollten, wenn wir da hinkommen, und das ist keine einfache Aufgabe, also ich arbeite, wie gesagt... War ganz schrecklich. Das ist ja wieder Suggestion. Warum ist das keine einfache Aufgabe? Das kannst du wählen, ob die einfach ist oder nicht. Gut, dann habe ich noch bisher falsch gewählt. Worte kreieren. Gut, dann ist das eine... Es ist eine Aufgabe. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die aber auch nicht anspruchsvoll macht. Ist genauso doof wie ein Baby schwer. Eine Aufgabe, die Spaß macht. Ja, es ist eine Aufgabe. Genau. Und du kannst... Also man kann wirklich jedes Programm verändern. Genau. Jedes einzelne kleine Programm. Ob das die Angst vor Spinnen ist, oder die Todesangst bei Masken oder was auch immer. Oder ob das die Angst ist, eine Aufgabe nicht erfüllen zu können, nur weil du gerade gestört wirst. Was auch immer. So, und die Angst, da lass mich nochmal eingreifen. Das ist bei meiner Arbeit, zeige ich das immer auf. Die Angst zum Beispiel, etwas nicht im Sinne des Auftraggebers erfüllen zu können, ist die Urangst des Kindes, den Eltern nicht gerecht zu sein. Und die pflegen dich nicht mehr, die füttern dich nicht mehr. Und dann wirst du sterben. Das ist so, immer wieder kannst du das darauf zurücksehen. Und ich erkläre das super gerne mit diesem Eisbergmodell. Also wir wissen alle, Eisberg sehen wir irgendwie ein Siebtel oben und sechs Siebtel sind unten. Und da sind unsere Kontexte. Also ich bin kontextueller Coach, wir nennen es Kontext. Denn die tiefsten Glaubenssätze, die so verbuddelt sind, dass du gar nicht denen bewusst bist. Ja, ich erkläre immer, du kommst als Baby, kommst du mit so einem komplett weißen Blatt. Da steht nichts drauf.
Und je nachdem, in welche Familie du dich halt inkarniert hast, werden da gewisse Grundregeln, die schreibst du jetzt in dein Büchlein. Und das sind deine Kontexte. So ist Welt, so ist Leben. Ja? Also weiß ich, wenn du eine Mutter hast, die immer sagt, alle Männer sind Schweine, dann wird das da einer deiner Grundgesetze, wird da draufgeschrieben sein. So. Und die sind in dir. Und was machst du dein ganzes Leben? Dadurch, dass Aufessen. Das wäre schön, ne? Damit Wetter schön ist. Damit das Wetter schön ist. Auch ist das wissenschaftlich korrekt eigentlich? Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe es immer wieder als Kind gesagt, siehste, guck mal, gestern nicht aufgegessen und trotzdem ist schönes Wetter. Weil ich ja immer schon gerne ein Revoluzer war. Nee, aber was ich sagen möchte, du hast diese Kontexte in dir und dadurch hast du ja eine gewisse Frequenz, die du dann auch nach draußen bringst. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass eine Frequenz das Resonierende zu dir zurückholt, wirst du das irgendwann auf der Inhaltsebene oben, auf der sichtbaren Ebene des Eisberges, wirst du diesen unteren Teil, der nicht sichtbar ist, wirst du oben sichtbar machen. Und das Geile ist, es gibt so eine Rückspulung dann, also dass der Fall nach oben, weil du das so lebst, denkst, glaubst, fühlst, wird sich das sichtbar zeigen. Und wenn sich das sichtbar zeigt, sprich, du hast wieder einen Typen als Frau kennengelernt, der ein Schwein ist, gibt es wieder den Rückschluss, siehste, habe ich doch gesagt. Und das ist das, der ewige Kreis, ja, den du dir immer wieder unbewusst einfach spielst. Und die Lösung von allem ist, und das ist genau das, was du ja gesagt hast, Axel, mach dir es bewusst. Letzten Endes geht das super beim Coachen, da muss ich mal wieder sagen, da geht es um Bewusstseinsschulung. Ja, ich muss mir meiner Kontexte bewusst werden und mich fragen, okay, die habe ich damals als Kind mir alle in meinem Buch geschrieben, als das Buch das Gesetzbuch des Lebens, weil man mir das so vorgelebt hat. Weil ich das dann auch so gemacht habe, bin ich von meinen Eltern weiter gehegt, gepflegt worden. Ich habe überlebt. Die Frage ist, wenn ich diese Regeln jetzt weiter so lebe, hilft mir das? Hilft mir das für ein maximal erfülltes Leben? Oder hilft es mir nur zu überleben? Oder vielleicht, wenn es ganz scheiße läuft, noch nicht mal das. Gesellschaftlich akzeptiert zu leben. Bitte? Oder gesellschaftlich akzeptiert zu leben. Genau, weil gesellschaftliche Akzeptanz ist ja wieder diese Sippengeschichte. Wenn ich irgendwie ganz alleine beim Säbelzahntiger bin, dann kann es gut sein, dass der mich mit einem Haps auffrisst, während wenn wir als ganze Sippe da sind, wir ihn irgendwie niedermetzeln können. Genau. Deswegen brauche ich die Sippe. Ja, und jetzt muss ich anerkannt sein, weil auch anerkannt sein in der Sippe, sprich Gesellschaft, heißt Überlebenschance erhöht. Ist Axels Kinesiologie jetzt eine Hilfe zur Selbstdiagnose? Ja klar, als Verfahren? Also soll ich das mal eben erklären, wie ich ist, das Ich habe jetzt nur die Frage, weil Wikipedia sagt eindeutig, die Kinesiologie, Gott, man muss dringend Alkohol trinken, wenn man das Wort aussprechen möchte. Das habe ich nicht verbinden, das steht da, ist ein wissenschaftlich nicht anerkanntes alternativmedizinisches Diagnose- und Therapieverfahren ohne belegte Wirksamkeit. Das heißt, die Wissenschaft sagt eindeutig, das ist Schrott. Alles, was dir hilft, ist Schrott. Mhm. Naja, das aber macht vieles, Wissenschaftler was, öfter. Schrott ist, hilft ja ganz gut, ne? Haben wir ja schon gelernt. Ich fand jetzt nur die Parallele ziemlich interessant, dass die sagen, das bringt nichts. Dann heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass die sagen, dass alles, was die sagen, dass es was bringt, nichts bringt? Das, ist das würde sich ja jetzt mit den Masken wiederum irgendwie ziemlich deckeln. Mhm. Stimmt. Aber jetzt sollte mal jeder selber drüber nachdenken, was man uns sagt, was für uns gut ist und was vielleicht für uns wirklich gut ist und ob man also das ja, solange ich mit euch beiden, seitdem ich mit euch beiden zusammenarbeite, ist mir dieses Gegenteil, also mal genau das andere, finde ich sehr, sehr spannend, dürften wir uns immer mal anschauen. Weil ich immer deine Todesangst triggere? Nein, ich finde das total spannend. Du triggerst meine Todesangst. Doch, natürlich, mit manchen Dingen triggerst du echt meine Todesangst. Im Vorgespräch hast du gesagt, jedes Mal, wenn ich rede, wirst du still und wirst mit deinem Tod konfrontiert. Ja, wenn ich bei manchen Sätzen, die du raushaust, bin ich an so einem Punkt, wo ich denke, okay, naja, zur Not müssen wir halt als Menschheit hier geschlossen den Planeten verlassen. Na, mein Weg der Kinesiologie ist ja einfach dem Gegenüber oder mir selbst Dinge zu vom Urschleim her zu erklären. Also die Frage, die sich stellt als Todesoption, ja, wenn ich das nicht tue, sterbe ich. Warum glaube ich das? Ist für mich so der Ansatz. Und dann gehe ich da in die Tiefe. Solange wie ich das tue, wirst du still. Und finde aber nachher eine Antwort, dass die Grundlage gar nicht stimmt.
Und dann gibt es gar keinen Grund für Todesangst. Also ich meine, jetzt in Löwengehege zu gehen im Tierpark, wo die alle nicht genug gefüttert werden, ist blöd. Aber Ach, und Wirkung nennt sich das, ne? genau, aber Todesangst vor bestimmten anderen Sachen muss man halt nicht haben, wenn man verstanden hat, warum das überhaupt eine Todesangst ist, weil wenn es die Gesellschaft dazu macht, wie jetzt die Geschichte mit, was du sagst, Kindererziehung und dieses ganze Zeug, da sind ja ganz viele unterschwellige Sachen bei, die wir gelernt haben, unseren Kindern zu vermitteln, obwohl sie falsch sind. Und keiner hinterfragt die. Das ist so wie Bestrafungsmethoden. Ja, wenn dein Kind seine, weiß ich nicht, Aufgaben, Pflichten, die es hat, nicht erfüllt, darf es kein Fernsehen gucken. Wo ist denn der Bezug Da brauche ich gar nicht von drüber der zu reden. Strafe und der Ursache? Ja, wenn du nicht auf isst, darfst du kein Fernsehen gucken, darfst du nicht mit deinen Freunden spielen. Das heißt, wenn ich nicht esse, darf ich nicht Freizeit haben oder wie? Ja, natürlich. Aber, Oder mein Sohn hatte im Sinne, also mein großer Sohn, der wirklich der easy, für mich der easy peasy zu handelnde Sohn war, im Verhältnis zu dem Jüngeren, der immer irgendwie quer lief. Der hat in der Schule mal, weiß ich nicht, draußen geguckt, wann die Lehrerin kommt, ja. Und weil die Lehrerin von einem anderen Schulgebäude, weiß ich nicht, 800 Meter entfernt immer kommen musste und leider immer zu spät kam, was natürlich gar nicht gut ist als Vorbild, als Lehrer, musste er dann im Hochsommer ein 3 Seiten Gedicht abschreiben oder 3 Seiten Story abschreiben aus dem Lesebuch, also in der Grundschule, und ein Wintermärchen. Wo ja, also im Sommer ein Wintermärchen abzuschreiben, weil ich draußen gucke, wann die Lehrerin kommt, weil sie zu spät kommt und eigentlich was falsch macht, werde ich als Schüler bestraft, weil ich neugierig bin. Also genauso läuft das. Aber warum läuft das so? Weil wir da auch wieder nicht im Bewusstsein sind. Die Lehrer sind sich nicht bewusst, um die zu sagen, also diese Ursachenwirkung, dass die eigentlich überhaupt nicht zusammenhängt, dass die unnatürlich ist zumindest. ja, aber die Und Eltern ja auch nicht, ja, beim natürlich, Essen die oder bei Eltern, der Schule, ja, dass die natürlich, ganz unbewusst. dabei. Das ist aber immer diese unbewusste Geschichte, weil die Eltern so bestraft worden sind und sie ja überlebt haben mit dem Konzept und auch Eltern nur wollen, dass der Nachkomme überlebt, wenden sie dasselbe Konzept an, weil dieses Konzept heißt ja, Überleben ist gesichert. Es geht hier nicht um maximale Freude und maximale Erfüllung, es geht um Überleben. Und wenn wir anfangen, in die Bewusstheit zu kommen, dann kommen wir von dem Überlebensmodus in einen maximal erfüllten Lebensmodus. Naja, also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es sich so wie abflacht. Früher hatten ja die Eltern Argumente. Ja, die aus dem Krieg kamen und Kinder aufgezogen haben, konnten sagen, wir hatten früher nichts. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass du es hast. Da kann das Kind sagen, oh ja, Sekunde, bei euch sind hier Bomben gefallen. Ich habe ja, ich sehe ja, wie das hier wieder aufgebaut wird. Für die ist das noch nachvollziehbar. Die nächste Generation, bei der ist das dann schon wieder so, ja, meine Großeltern hatten nichts, ja, aber ich weiß es zu schätzen. Das sind jetzt quasi meine Eltern, aber die Generation, die jetzt aufwächst, die hat den Bezug nicht mehr. Das heißt, die Argumentationskette ist im Arsch. Richtig. So, und ja, dadurch fehlt auch der komplette Sinnzusammenhang. Ja, deswegen Aber mögen wenn ja so ich, viele Kinder heute auch nicht. genau. Deswegen sind es ja ADHS-Kinder und die werden dann mit Ritalin, mit Ecstasy stillgelegt. Genau, nun gab es aber die Argumentationsketten quasi vor dem Krieg nicht. Also ist quasi diese ganze Geschichte, wie hier argumentiert wird, völlig aus der Luft gegriffen. Und irgendwie eine völlige Reaktion auf politische Ereignisse. Jetzt sehe ich also Kinder, die mit Schulaufgaben oder mit Essen, sage ich mal, konfrontiert sind. Also du musst das machen und das musst so und so und ansonsten musst du es noch länger machen. Checkt eigentlich kein Elternteil, dass man damit die Schule zum Teufel erklärt? Das Kind will da nicht hingehen, wenn es ständig Dinge machen muss in seiner Freizeit, die es nicht machen will. Ja. Lernt denn keiner mehr heutzutage? Ich meine, klar, lernt keiner mehr heutzutage. Die Frage kann man sich Nee, selbst aber da beantworten, bist aber. du. Aber die Eltern kriegen es nicht hin, den Kindern die Schule als Gutes zu verkaufen und das Essen als etwas Gutes zu verkaufen, sondern du musst sitzen bleiben, bis du aufgegessen hast. Na klar haben die alle eine Essstörung. Ja, und nochmal zu dem Thema Schule. Natürlich ist das so. Warum muss das Kind denn in die Schule? Das Kind muss in die Schule, damit es einen Abschluss macht. Warum braucht es einen Abschluss? Damit es eine Arbeit bekommt. Warum braucht es eine Arbeit? Damit die Existenz gesichert ist. Und Ja. dann sind wir wieder beim Tod. Wenn du nicht arbeitest und Geld verdienst, wirst du sterben, weil du keine Kohle hast. Deswegen sind Hartz-IV-Kinder total glücklich, weil die Eltern nämlich schon nicht arbeiten und den Kindern sagen können, ey, wenn du nicht arbeitest, kriegst du trotzdem Geld. Weiß ich nicht, habe ich noch keine Studie drüber gemacht. Nee, Axel wollte aber eben noch mal was sagen. Wir ja, wollen dich nicht ganz ich muss jetzt übergehen. mal reingrätschen, sonst sind wir zu weit vom Punkt weg, den ich hier unseren Zuschauern nochmal aufzeigen möchte. Wenn ihr das Video gleich mal zurückspult, an die Stelle, wo Tom erklärt hat, wie er mit seinen Ängsten umgeht, nämlich er
erforscht dann halt eben die Grundlage, beschäftigt sich mit der Ursache und kommt dann zu einer Entscheidung. Genau das ist super bewusstes Handeln. Das ist nicht mehr Autopilot, sondern das ist aus dem Autopiloten aussteigen, irgendwas akzeptieren, anerkennen, hinnehmen, wie auch immer, sondern dann zu sagen, Moment mal, Frage stellen, worauf basiert das denn? Und dann recherchiert er in seiner ihm eigenen Art und Weise, die ganz besonders und super geil ist. Keiner von uns kann sonst. Genau. Und dann kommt er bewusst auf einen Punkt, das ist ja Schwachsinn, was die mir da gerade erzählen. Und damit hat er sofort dieses Programm, was da vielleicht war, umprogrammiert und das ist weg. Unsere Programme bleiben aber bestehen, wenn wir es einfach hinnehmen. Wenn wir hinnehmen, wenn der Spahn für uns sagt, du musst eine Maske tragen, weil das alles so gefährlich ist, dann kann ich das hinnehmen und kann Alarm machen und wir werden jetzt alle sterben, wenn wir nicht das machen, was die Frau Gesundheitsministerin sagt. Oder aber ich kann hingehen und kann mich selber schlau machen, kann sagen, okay, worauf basiert das denn? Ich hole mir die Fakten und beschäftige mich jetzt mit diesem Angstprogramm. Und dann finde ich eine Entscheidung, die entweder so oder so ist. Das liegt dann an dir. Und das fand ich jetzt vom Tom super beschrieben, wie man aus unbewusst ins Bewusste kommen kann und damit auch sein Leben verändern kann. Denn meine Erfahrung ist, alles, was mit der Vergangenheit oder der Zukunft zu tun hat, hat nichts mit Bewusstsein zu tun. Bewusstsein findet gerade jetzt und hier statt und nur jetzt und hier, nicht vor 10 Minuten und auch nicht in 10 Minuten oder in einem Tag oder einem Monat, sondern die Situation, die ich jetzt hier habe, ist die einzige reale Situation, die für mich existiert und die kann ich genießen, weil mir geht es nämlich gut, ich sterbe nicht, ich habe keine Existenzprobleme und, sondern jetzt gerade geht es mir gut. Und wenn ich das erstmal erkenne, dass das Bewusstsein bedeutet, dann kann ich an einer Blume riechen, ich kann irgendwas essen, was mir gut schmeckt oder trinken oder ein Gespräch führen und kann das als meine tatsächlich existierende Realität nehmen. Und alles andere kann ich in Frage stellen und kann es somit aus dem Unterbewussten ins Bewusstsein holen. Das ist meine Interpretation. Ja. Hat dein Haus- und Hofdesigner in deiner Wohnung eigentlich eine Aufgabe verrichtet, die du nachhaltig unterstützt? Das habe ich nicht verstanden. Ja, dein Flipchart hinter dir hängt total schief und das stört mich im Jetzt. Okay. Das ist doch ganz gerade, das ist in der Ecke. Also das steht in der Ecke und da steht drauf Brain Tools. Denn das mit diesem Bewusstsein war schon immer für mich ein Thema. Und schön, dass du es ansprichst, sollte sein. Denn diese Brain Tools sind für mich kinesiologischen Tests. Ich hoffe, ich habe es schnell und mir... Also gut genuschelt, sagen wir es mal so. Und ich mache das tatsächlich. Sabine wollte ja eben mal zeigen, wie das funktioniert. Und das finde ich ganz gut, weil da kannst du selbst ein Glas Wasser vor dich stellen, kannst diesen Test machen und stellst fest, ob dieses Wasser gerade gut für dich ist oder nicht. Dein Unterbewusstsein wird es wissen durch dein Magnetfeld, dein Feld, was um dich rum ist und das Feld dieses Objekts, zum Beispiel das Wasser, die schneiden sich und tauschen Informationen aus. Die werden wir bewusst gar nicht wahrnehmen, aber unser Unterbewusstsein, die nehmen das wahr. Und unser Unterbewusstsein kennt auch unsere Programme und weiß auch, ob ich gerade eine Angst habe oder nicht. Und ich kann dann auch mich fragen, was will ich denn stattdessen? Magst du das mal zeigen, Sabine? Ja, also ich mache das immer, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ich mache es halt immer so, dass ich aus meinem, dieses Zeichen ist ja auch ganz böse, aber leider ist es so, ich weiß nicht, vielleicht macht man es so. So. Also, dass du mit dem Daumen und dem Zeigefinger machst du sozusagen einen Kreis und mit dem anderen möchtest du das auch machen und die dann so ineinander gehen. Ja? Kann man sehen? Die sind ineinander. Und du musst für dich denken, dass du die beide ganz, ganz dolle Feste zusammenhalten möchtest, dass die nicht auseinandergehen. Also du sagst, ich will, dass die zusammenbleiben. Also das ist wichtig, dass du deinen Muskel anstrengst, dass die zusammenbleiben. Wenn du jetzt etwas hast, also zum Beispiel machen wir das mal, ich habe echt schon ältere Menschen beobachtet, die das tatsächlich machen, wenn die in einem Supermarkt sind und die stehen ganz, was weiß ich, vor den Bananen, ja, dann machen die das so und wollen das zusammen und schauen und fragen, ist die Banane gut für mich? Und wenn das zusammenbleibt, ist der Körper in totaler Entspannung, in Ruhe und hat diese Kraft in dem Muskel, die Finger zusammenzuhalten. Wenn etwas, wie du das gerade super beschrieben hast, Axel, energetisch etwas nicht stimmt
und dieser Energiekreis der Banane sich in mein Energiefeld irgendwie bewegt und mein Energiefeld merkt, das ist störend, dann bekommt mein Körper ein bisschen Stress. Ja? Eventuell in Form von Adrenalin, mini, 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 was wir gar nicht höchstwahrscheinlich fühlen würden. Und wenn du das dann festhalten willst, dann schafft der Finger das einfach nicht, das zu halten. Der wird schwach und dann fluppt das so auseinander. Ja? Also wenn etwas gut für dich ist, bleibt es zusammen. Wenn etwas schlecht für dich ist, kannst du dich noch so anstrengen, es geht auseinander. Genau. Also ich habe noch eine zweite Variante, die ich festgestellt habe, noch bei mehr Menschen noch funktioniert. Das ist einfach sich gerade hinstellen, das Kinn waagerecht nehmen, 45 Grad nach unten schauen und dann an Ja denken. Und dann achte mal, wo dein Körper hinschwingt. Und dann machst du das Gleiche und denkst an Nein und achtest dann, wo dein Körper hinschwingt. Bei manchen ist es nach vorne oder nach hinten. Ja, das ist das Körperpendeln. Genau, du merkst es aber. Und somit hast du deinen Körper erstmal konfiguriert. Du weißt jetzt, wie dein Körper auf ein Ja, also was Positives, reagiert und auf ein Nein. Und dann kannst du das mit allen möglichen Sachen mal ausprobieren. Und es ist unheimlich genial herauszufinden, was für einen gut oder schlecht ist. Ja, und dann hast du zumindest mal eine Beziehung zu deinem Unterbewusstsein. Und mit der Beziehung kannst du spielen, kannst du wirklich alles Mögliche machen, was du willst. Da möchte ich halt gleich noch sagen, dass eben die Wahl, das zu tun, entweder so oder so, wie Axel gesagt hat, oder es gibt noch bestimmt noch viele andere Möglichkeiten, die Wahl, sich darauf einzulassen, das ist der eigentliche Bewusstseinssprung. Alles, was danach kommt, wird ja bewusst sein. Du musst im Vorfeld die Wahl treffen, dass du bewusst sein möchtest. Du hast eben gesagt, dass du das so toll fandst, wie Tom erklärt hat, wie er dann dahin kommt. Aber der Schritt, jetzt dann in die Recherche zu gehen, das ist ja schon erst der zweite. Der erste ist ja, sich bewusst zu sagen, halt, ich gehe aus diesem Autoprogramm raus und zweifle das erstmal an. Und bei Tom ist halt so, Tom zweifelt erstmal alles an. Das ist das, was mich so ein bisschen wuschig macht manchmal. Tom zweifelt alles an, ja. Und dann stehe ich manchmal da und denke so, ja, was soll ich denn jetzt noch glauben? Und dann wäre ja, dann ist meine bewusste Wahl zu sagen, okay, ich persönlich, ich wähle einfach für mich, dass die Welt rosa-rot ist. Und wenn sie nicht ist, bin ich wenigstens in der gedachten rosaroten Welt gestorben, ist auch nicht so schlimm. Also das ist meins, wie ich dann für mich da rausgehe. Das darf aber jeder für sich selber sehen. Deswegen sagt Tom jetzt zu mir mal Pippi Lotta, was ich übrigens sehr witzig finde. Ja, es ist aber auch noch ein bisschen, also ja, das stimmt. Und das ist ein bisschen anders noch. Mein Ergebnis bei meinem Denkprozess bleibt ja als Puzzleteil liegen. Und ich lege mir mehrere Puzzleteile zu im Laufe meines Lebens. Also jeder kann das ja tun, wenn er denn dieses Rückwandern macht. Und auch natürlich, je nachdem, wie weit er da in die Vergangenheit zurückgeht. Aber zum Beispiel ist in meinem Denkprozess abgelegt, ich muss mir nicht die Frage stellen, ist das Wasser jetzt gut für mich? Ich kann beeinflussen, ob es gut für mich ist. Weil das Wasser eine Energie hat und ich eine Energie habe. Und genauso wie Feuer mich verbrennt, kann ich auf das Wasser einwirken. Und das ist bewusst. Und da sind wir jetzt wieder bei diesem ganzen anderen Zeug mit hexagonales Wasser und das Ganze doch mal rum. Aber diese hexagonale Struktur kann man eben energetisch herstellen. Und man kann die auch mit Emotionsäußerungen fördern. Und insofern, ich muss nicht Danke sagen dazu, sondern es reicht, wenn ich es fühle. Und so gehe ich eben durch den Supermarkt. Ich nehme sozusagen, also das ist jetzt abstrakt gesagt, nehme ich Energiesignaturen wahr, ja. Laufe durch und checke, was ist richtig, was ist falsch. Ja. Ich frage mich nicht vor der Banane, ist die Banane für mich gut oder nicht? Ich laufe da gar nicht hin, wenn sie für mich zu dem Zeitpunkt gerade nicht gut ist, weil ich genug Magnesium im Körper habe oder irgendwelche anderen Sachen, die da drin sein könnten. Ja, das ich ist laufe aber da einfach. Halt Fortgeschrittene schon. Wir müssen ja auch die mitnehmen, die noch nicht fortgeschritten sind. Ja, ja, natürlich. Nur bei mir heißt das, deswegen komme ich da jetzt drauf, weil du nämlich gerade meintest, man muss das quasi für sich lernen. Bei mir heißt das, was ich da jetzt tue, Bauchgefühl, obwohl es ja bewusst erlernt ist. Ja, vielleicht, danke für diese Korrektur, da bin ich bei dir, wir dürfen uns daran erinnern, dass ja. Wir das sowieso in uns haben, wir brauchen das gar nicht neu zu lernen, wir brauchen uns nur zu erinnern, dass wir alle eine gute Intuition haben, wenn wir sie denn mal lassen würden. Wir sind nicht flexibel oder nicht sensibel genug, das zu erkennen, das wurde uns auch, oder das haben wir im Laufe der Jahre, von Kinder erkennen das. Kinder. Absolut. Oder auch Tiere, Hunde, Katzen,
die machen sofort einen Schritt zurück, wenn ein Mensch auf sie zukommt, der nicht gut für sie ist. Die fühlen das. Da gibt es auch kein Problem. Wir verlernen das. Je älter wir werden, desto weniger sensibel sind wir dafür, das zu nutzen. Und der Tom, wenn er sagt, ich gehe durch den Laden und spüre das, der hat sich diese Sensibilität erhalten. Ich weiß von mir aber, dass ich es wieder lernen musste. Und um da hinzukommen, brauche ich halt eben die Bestätigung. Ich habe damit begonnen, dass ich halt diese Tests gemacht habe, denen nicht geglaubt habe und habe dann recherchiert und habe festgestellt, boah, der Test war ja richtig. Oder ich habe mir gemerkt, was gewesen ist, weil das kannst du auch bei Menschen machen. Wenn du Menschen gegenüberstehen hast und deren ihr Energiefeld passt nicht zu deinem, bekommst du von deinem Unterbewusstsein die gleiche Antwort. Ist nicht gut für mich. Mhm. Das habe ich alles ausprobiert und habe festgestellt, ja, das funktioniert, das passt immer wieder, weil ich wurde von diesen Menschen, die nicht passten, auch enttäuscht. Mehr oder weniger spielt keine Rolle. Und dadurch bin ich immer mehr dahin gekommen. Und irgendwann war ich auch auf dem Punkt, wo ich jetzt nicht mehr alles testen muss, bewusst, sondern wo ich versuche, mich reinzufühlen. Ist das gut für mich? Ist das nicht gut für mich? Und dann, gestern bin ich durchgestartet, da den Bannerflugauftrag. Bei der Landung habe ich gefühlt, lass es. Weder bewusst noch so wahrgenommen. Ich bin durchgestartet und bin wieder nach Hause geflogen. Das ist mein Gefühl und auf das höre ich. Denn wer im Leben hat den wenigsten Grund, mich zu belügen? Ich. Ja, ich bin derjenige, der am ehrlichsten zu mir selber ist. Und deshalb höre ich auch am meisten auf mich selber. Und diese Verbindung zu mir selber hat mir in meinem Leben sehr gut geholfen und auch vieles verändert. Und euch wahrscheinlich auch. Ja, aber da musst du schon in einem geheilten Zustand sein. Es gibt Menschen, die sind so weit weg von ihrem eigenen Selbst, dass sie meinen, ihr eigenes Selbst würde ihnen was sagen. Das ist aber wieder nur das Ego, was Angst hat. Weil dieses Ego... Also was sich immer mehr bei mir herauskristallisiert bei der Arbeit mit meinen Klienten ist, dass diese inneren Kindstrukturen, die wir in uns tragen, dass die ja uns sind, die uns vorgeben, wie die Welt ist. Also wir haben als Kind und alles beobachtet und haben uns alles in das Büchlein geschrieben und haben unsere Kontexte geschrieben und sehen, so ist Welt, weil die anderen, die uns das beigebracht haben, haben überlebt und wir ja bis dato auch. Jetzt kommen wir aber, und das sehe ich halt so sehr, dass die Menschen im Moment, deswegen ist ja auch in jeglicher Hinsicht große Transformationszeit jetzt, finde ich, dass wir an diese Punkte kommen, wo wir feststellen, diese alten Kontexte, die gelten nicht mehr. Also so wie Tom eben sagte, so früher haben die Eltern dir das so erklären können, das funktioniert schon nicht mehr für die Kinder. Heute ist die Kinder, also mein Sohn, mit der Kleine, der hat mit 10 schon gefragt, warum er überhaupt noch zur Schule gehen muss. Ja, gute Frage. Richtig, der Frage. Ja, volle Möhre. Oder er hat sogar gefragt, warum müssen wir eigentlich immer bewertet werden? Also wir gingen irgendwie um Note und so. Und ja, warum müssen wir bewertet? Warum müssen Menschen andere Menschen immer bewerten? Super Frage. Ja, also die Kinder, wenn wir Kindern zuhören, dann, sage ich mal, dann erkennen wir, was eigentlich Sache ist. Nur, diese Kinder werden ja möglichst in diese Box, wo alle drin sind, gepresst. Und ich finde es so wichtig, dass wir sehen, in dieser Transformationszeit schwappen so von unten nach oben diese inneren Kinder, die immer noch verängstigt sind, weil sie ja gar nicht in diese Box auch wollen. Und über das dürfen wir rückwirkend in das Bewusstsein kommen und dadurch heilen. Und du bist halt schon sehr weit in deinem Heilungsschritt, in deiner Heilung fortgeschritten, Axel, dass du damit so umgehen kannst. Ich sehe aber immer wieder, dass es Menschen gibt, die noch 30 Schritte dahinter sind, wo du bist. Wie nehmen wir die mit? Also wie sagst du denen Bewusstsein? Das heißt, bei denen kann ich immer wieder nur sagen, setz dich mal abends hin und schreib ein Tagebuch, wie dein Tag gewesen ist und welche Dinge haben dich verunsichert? Welche Dinge haben sich schwer angefühlt für dich? Welche Dinge haben dir Bauchschmerzen gemacht? Also über ein Tagebuch zu führen und wenn es nur 3-4 Sätze sind, die du abends aufschreibst, rückwirkend, also wieder dieses tolle Wort retrospektiv. Du hast mir das so verbuzzelt, das ist wie Kinesiologie, aber das ist für mich viel schwerer so. Du darfst nur es beides auf die Hofbräu-Methode aussprechen. Also nur auf die Rückschau gesehen, kannst du es anfangs verstehen.
Und das ist ja das, was Axel auch gesagt hat. Er hat dann diese Tests gemacht. Also du machst eben diese Körperwaage da oder dieses Körperpendel und hast dann im Hinterher festgestellt, oh, stimmte oder stimmte eben auch nicht, wie auch immer. So, und das, wie gesagt, nur im Nachhinein kannst du das verstehen. Und wenn du das oft genug gemacht hast, hast du dir oft genug einen Proof gegeben, hast du dir oft genug einen Beweis gegeben. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt erinnere ich mich, also bewusst, und lasse diese Intuition wirken, so wie Tom es auch schon macht, und gehe einfach durch den Laden und weiß, wo es mich hinzieht. Und ich gucke nicht, auch nicht unterbewusst, oder sehe, die wollen mich wieder mit irgendwas triggern, mit Musik, mit Geruch, mit schöner Farbe von der Verpackung. Da lasse ich mich gar nicht mehr drauf ein. Ich gehe intuitiv zu dem hin, was ich, und wenn du das nämlich tust, landest du sowieso eigentlich nur noch in der Obst- und Gemüseabteilung und sonst kaufst du fast eh nichts mehr im Supermarkt. Ja, aber dabei musst du auch wissen, das muss nicht lange dauern. Also das hörte sich jetzt an, dass dieser Weg lange und steil ist. Nein, gar nicht. Das kann innerhalb von ein paar der Wochen ist genau so lange, wie du es zulässt, wie du dich bockig wehrst dagegen, dass es so nicht sein kann. So lange dauert es. Wenn du sagst, boah, ich finde das Gespräch von euch dreien hier super, super, ab morgen mache ich das sofort so. Und dann kann das morgen schon da sein und du bist voll im Bewusstsein und wirst deine ganze Welt anders erleben, wirst dementsprechend andere Ursachen setzen und völlig andere Wirkungen erlangen. Ja, deswegen, das ist das, was ich immer sage, das Wort kreiert, ja, also das Wort schöpft, weil wenn du sagst, das ist ein ewig langer, total schwerer Prozess und mein Gott, gibt nichts Schlimmeres als Glaubenssätze zu verändern, ja, dann wird das so sein. Gibt ja diesen Spruch von Henry Ford, ob du denkst, du schaffst es oder du denkst, du schaffst es nicht, du hast immer recht. Und so ist das. Bei mir ist es übrigens, weil Axel meinte, ich bin da schon lange oder ich habe das nie verlassen, das stimmt so auch nicht. Bei mir ist einfach der Prozess zu einem sehr frühen Zeitpunkt aktiviert worden sozusagen. Ich bin im Kindesalter von meiner Mutter mit einem Mann konfrontiert worden, der mir in meinem Empfinden irgendwie nicht gut tat, was ich dann auch später auf eine physische Art und Weise merken musste, und habe dadurch alle Sachen, die meine Mutter getan hat, autorisiert hat, hinterfragt. Für mich als Kind. Und habe das in der Schule auf eine ähnliche Art und Weise erlebt. Und mir waren Noten in der Schule schon immer egal, weil ich durch dieses Hinterfragen festgestellt habe, Sekunde, der Lehrer hakt ja hier nur seine Worttabelle ab bei Biologie. Ja. Ich konnte Photosynthese frei erklären mit allen Varianten und den verschiedenen grünen Phasen mit irgendwelchen Frequenzen und das ganze Zeug, also die Chlorophyll-Ebenen, die es hat, und das war kein Problem, aber ich habe die Fachbegriffe, die sie hören wollte, auf Deutsch gesagt und nicht auf Latein oder auf der Sprache, auf die sie haben wollte, und habe den Punkt nicht bekommen. Und habe in der mündlichen Prüfung im Leistungskurs Biologie eine 1 gekriegt und in der schriftlichen eine 4. Ja, also du bist ja nicht blöder, wenn du schreibst, als wenn du redest. Mhm. Ja, nur kann die Lehrerin beim Schreiben eben ihre Worte abhaken und beim Reden eben nicht. Und das ist genau der Punkt, der mich so massiv nervt an diesem Schulsystem. Und deswegen ist die Benotung an sich nicht das Problem, sondern die Messlatte, die an die Benotung angesetzt wird. Und ich habe politische Weltkundeunterricht gehabt, wo die Lehrerin vor der Klasse stand und gefragt hat, ja, wenn heute Bundestagswahl wäre, was wählt ihr denn dann? So, meine Hand ging hoch und Sekunde, das dürfen Sie nicht. Man kann nicht von einem Kind eine politische Meinungsäußerung fordern. Das ist verboten in diesem Land. So, und sie wollte das, hat mir das dann erklärt und meinte, naja, ich möchte ja nur hier darstellen, wie eine Wahl funktionieren würde. Sag ich, dann machen Sie das hypothetisch, gar keine Frage, aber dann erklären Sie den Leuten auch, wie sehen die Parteiprogramme aus, bab, bab, bab. Ich war 14. Und sie hat letztlich sich an die Bedingungen gehalten. Wir haben statt zwei Stunden PW und zwei Stunden Deutsch dann 4 Stunden PW gemacht. Und am Anfang also quasi eine hypothetische und anonyme Wahl ohne Handzeichen. Ja, auch das ließ sich umsetzen, gemacht, wo also das Ergebnis der anonymen Wahl an der Tafel stand. Dann sind wir die Parteiprogramme durchgeritten und am Ende haben wir nochmal eine Wahl gemacht und auf einmal sah das Ergebnis ganz anders aus, weil eben wieder das gleiche Ding eintritt. Prägung der Eltern führt zum Ergebnis beim Kind. Aber das Kind weiß nicht, warum es SPD, NPD oder irgendwas anderes wählt. Ja, nur weil es aus dem Elternhaus kommt, wo Hakenkreuzfahnen an der Wand hängen, ist ja die NPD nicht gleich eine gute Partei. Ja, zumal die NPD und die NSDAP übrigens nichts miteinander zu tun haben. Also wer die politische, die pädophile nationale Partei Deutschlands wählen möchte, kann das gerne tun, aber er sollte sich bitte darüber informieren, was die machen und woraus die entstanden sind. Aber das, für mich war dabei nur klar, Sekunde,
was hier abläuft, ist nicht korrekt. Wie kann ich es für mich verändern, dass ich mir die Scheiße nicht reinziehen muss? Ansonsten hätte mein Kopf einfach abgeschaltet und ich hätte mich die 2 Stunden hingesetzt und so Rauschen gehabt. Das wäre auch okay gewesen, ist für mich aber immer nie eine Alternative. Ich versuche da dann eben rauszukommen. Und da sind wir eben wieder genau da zurück, wie das eigentlich funktioniert heute mit der Erziehung. Die Eltern erklären dem Kind etwas, das hat nicht unbedingt sinnvolle Zusammenhänge und das Kind entwickelt daraufhin einen Glauben. Genau. Und dieser Glauben erzeugt Glück, Angst und alle anderen Charaktereigenschaften. Aber das Kind ist nicht in der Lage, das zu hinterfragen. Nein. Deswegen sage ich ja, du bist letzten Endes, weil viele Leute sagen ja, sie sind das Produkt ihrer Erziehung. Stimmt. Letzten Endes ist aber da dein eigener Einfluss auf der unbewussten Seite, nämlich auf der Seite der Seele, dass du dir als Seele aussuchst, zu welcher Familie du gehst. Das ist meine Philosophie. Und dementsprechend bist du nicht mehr Opfer, sondern du bist in Anführungsstrichen Täter, weil du hast es gemacht und dann kannst du es auch wieder lösen. Genau. Das ist für mich immer total wichtig, dadurch in diese Selbstermächtigung zu kommen. Und dann kannst du sagen, okay, also wenn meine Seele jetzt aus irgendeinem Grund, den ich nicht ganz verstehe auf der Menschebene, unbedingt zu dieser völlig verrückten Mutter, die mich immer geschlagen hat, die mich an einen Typen abgegeben hat, der mich immer vergewaltigt hat, da ist weder die Mutter schuld noch der Typ, sondern letzten, was heißt Schuld, ist sowieso ein ganz blödes Wort, also ist die Ursache nicht die Mutter gewesen oder der Typ, sondern meine Seele, die sich da hat inkarnieren lassen, ist okay, wollte die irgendwie anscheinend erfahren. Wichtig ist jetzt, brauche ich das Gefühl dieser Erfahrung heute noch für mich oder kann ich das jetzt loslassen? Und da sind wir wieder bei diesem Entscheiden. Und da sind wir bei auch einer meiner Lieblingsthemen, eben Opfer zu sein oder beziehungsweise ohnmächtig, beziehungsweise dann in die Selbstermächtigung zu kommen. Ja, aber Opfer ist doch so einfach. Ja, vermeintlich, ne? Aber als Opfer leidest du den Rest deines Lebens, selbstermächtigt oder wie du gerne sagst, souverän, kannst du diesem Spiel ein Ende machen und bist wieder in deiner Kraft. Und da sind wir dann wieder, ich sage mal so, eins steht auf jeden Fall fest, wir werden hier alle nicht lebend rauskommen. Die Frage ist, wie ist die Zeit bis zu dem Punkt, wenn ich mich hier verabschiede, wie wird die sein? Und da kommt wieder der Peter-Denkspruch, den ich da habe, den finde ich so cool. Der Optimist hat nicht mehr Anspruch auf der Wahrheit als der Pessimist, aber er hat eine verdammt geilere Zeit. Und das sehe ich für mich auch so. Und deswegen, wir werden hier alle sterben. Das steht fest, wie man so schön sagt, wie das Amen in der Kirche. Und die Frage ist, muss ich aber die Zeit, wo ich jetzt hier bin, da ständig Angst vorhaben, dass ich irgendwann sterbe und aus der Angst heraus ganz viele Dinge machen, die mir überhaupt nicht zu Pass kommen, die eigentlich gar nicht meins sind, wo mein ganzes Unterbewusstsein, Körperpendel, Dings oder was auch immer, nein schreit die ganze Zeit, muss ich mich da selber vergewaltigen eigentlich oder kann ich mal in mein Bewusstsein, also mir über der ganzen Sache bewusst zu sein kommen und sagen, aha, das möchte ich gar nicht so, weil damit geht es mir ja jetzt gar nicht gut. Und obwohl das erst da hinten liegt mit dem Tod, warum beschäftige mich deine jetzt schon mit? Lass mal einfach so tun und weiß doch eh keiner, wann er stirbt. Vielleicht bin ich auch heute Nachmittag schon nicht mehr hier. Ja, also ich würde da gerne mal dazwischen grätschen wollen. Dieser Vergleich mit dem vergewaltigten Kind, der ist in meinen Augen an der Stelle fehl am Platz. Du hast nicht Unrecht und das ist sicherlich auch die Frage dessen, was macht das Kind aus der Erfahrung, die es da bekommen hat. Aber sich jetzt hinzustellen und zu sagen, meine Seele wollte das erfahren, das finde ich ein bisschen krass. Man könnte jetzt mit Karma argumentieren und sagen, okay, aber selber jemand in einem vorigen Leben, der Kinder vergewaltigt hat und jetzt wird das mit ihm gemacht, damit er das, da jetzt gereinigt wird. So könnte man rangehen und könnte sagen, ja, okay, es gibt einen Ausgleich, aber das kann kein Mensch beweisen. Nun ist es in meinen Augen so, wenn ich jetzt der Ursache danach gehe, warum passiert das? Entweder sind die Eltern selber so behandelt worden oder wahlweise eins von beiden Elternteilen. Also sind die selber sozusagen Opfer und haben in ihrem Leben nicht gelernt. Aber du bist nicht gegangen. Du hättest ja auch woanders gehen können. Ja, da bin ich nicht bei dir. Ich gehe nicht zu meinen Eltern. Meine Eltern bringen mich auf die Welt, genetisch und fertig. Dein Körper, aber deine Seele? Das hat für mich erstmal nicht die Bewandtnis. Es geht hier nicht um mich. Ich zentralisiere nicht mich in diesem Konstrukt, sondern meine
Eltern haben aus ihrer Vergangenheit nicht die Schlüsse gezogen, die sie daraus ziehen könnten. Das heißt, entweder werden Ach so, da bin ich bei dir. Das ist ja eine Ahnengeschichte. Ja. sind sie mit dem Quatsch fertig geworden, mit der mit ihnen gemacht ist, und dann können sie genauso offen, wie es richtig wäre, ein Kind selber erziehen, oder sie knabbern immer noch an ihrer Vergangenheit und dann sollten sie das Geben bitte nicht weiter. tun. Genau. Und nicht das Kind abgeben, sondern am besten gar nicht erst eins zeugen. Was nicht heißt, ich bin hier, will jeder, der vergewaltigt wurde, soll bitte nie Kinder kriegen. Das ist nämlich genau das Problem. In dieser Zeit, und da da verbinden sich diese ganzen Sachen jetzt, gibt es leider eine Gesellschaft, die das ja tut. Es gibt Ja, aber eben natürlich. ganz wenig Menschen, die von außen reingeholt werden, sondern ganz viele entstehen in diesem System und die wissen nicht, dass ihre Eltern dazugehören, weil Axels Lieblingsthema MK-Ultra auftaucht oder verschiedene andere. Und da sind wir wieder bei der Angst des Todes. MK-Ultra benutzt Todesangst, um Persönlichkeitsabspaltungen zu produzieren. 13 an der Zahl, manchmal auch mehr. Und diese Todes und diese Persönlichkeiten sind einzeln programmierbar, mit Farbe, mit Zahlen, mit griechischen Buchstaben und tausend verschiedenen Handzeichen und Varianten. Das heißt, derjenige, der MK-Ultra wo Mr. Green, Dr. Mengele alles richtig gemacht hat, derjenige, der ist nicht in der Lage, sich dagegen zu wehren, solange ihm das nicht bewusst ist, dass das passiert. Und das kann ihm nicht bewusst werden, weil er lebt in einer von mehreren Existenzen, die alle Todesangst ausgesetzt waren. Und dass er mal in der reellen Existenz ist, ist eigentlich ein Fall, der nicht eintreten soll bei MK-Ultra. Und das ist genau das Problem. Dieser Mensch kann sich da nicht wehren. Und er ist geboren worden als normales Kind. Und seine Eltern sind halt scheiße. Kann man ja mal so hinstellen. Ich meine, niemand, der sein Kind quält oder vergewaltigt oder umbringt, ist toll. Und dieses Kind hat daran erstmal keinen Anteil. Jetzt kannst du dich hinstellen und kannst sagen, die Seele hatte es verdient. Ja, finde ich aber völlig beschissen. Ja, weil die Seele Nein, 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 findet ich nicht diesen kleinen bleibe Körper und positiv. lässt sich dann töten, weil es die Erfahrung des Todes braucht. Ja, weil die Seele gerne noch 20 Mal reinkarniert werden möchte, bevor sie auf der Welt was erreicht. Aber so klingt es für mich. Ja, sondern die Eltern haben ihre Vergangenheit falsch bearbeitet. Und so lerne ich es da draußen kennen, wenn ich mich mit einer Frau treffe oder mit irgendwelchen Menschen treffe, die ich ein bisschen näher an mich ranlasse. Alle Menschen rennen mit ihrer Vergangenheit auf dem Revers durch die Botanik und keiner von denen hat die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Also ich kenne keinen. Ja, man kann ihnen mit den richtigen Fragen sehr schnell sagen, Sekunde, übrigens, das und das und das und das passt für mich zusammen. Wo liegt denn da jetzt bei dir die Ursache? Und dann fragst du vielleicht auch, was jetzt eher die Psychologenvariante ist, aus der ich mich gerne raushalten wollen würde, aber so ganz geht es eben nicht. Was ist denn da früher bei dir passiert? So, und dann sagen die, nee, bei mir war alles super. Falsch. Also per se falsch. Bei niemandem läuft alles super. Nein, Es kann glaube ich sein, auch dass es im nicht. Ergebnis irgendwie okay war und es kann sein, dass man für sich selber daraus was gemacht hat, was für Oder es sich funktioniert. arrangiert hat, genau. Genau, aber man hat eben. Niemand ist perfekt, weder die Eltern noch die Kinder. Also natürlich sind die Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, erstmal perfekt, aber eben nur physisch. Und die Eltern wirken auf alles ein, was da passiert. Und du kannst das eben nicht einfach sagen, die Seele hat diesen Körper gefunden und alles, was mit der Seele gemacht wurde, ist quasi Vorsehung. Da sind wir bei Gott und das ist genau der Grund, warum ich das ablehne. Ja, ich bin bei dir, weil wir da einfach auch vielleicht einen Definitionsunterschied haben. Für mich ist die Seele völlig erhaben über alles. Also die Seele wertet auch nicht, ob irgendwas gut oder schlecht ist. Die Seele hat einfach Bock, irgendwelche Erfahrungen zu sammeln. Und für die ist egal, ob vergewaltigt, ermordet oder sonst irgendwas. Der Mensch, das Ego, hat ein Problem damit. Die Seele nicht. Das ist meine Philosophie. Und nur so kann ich auch durch meine eigene, also meine Geschichte war jetzt nicht so extremst, aber jeder hat ja irgendwie seine Geschichte ein bisschen mitgemacht. So nur kann ich durch meine Geschichte gehen und habe mir mein Leben dadurch so gestaltet, dass ich im Hier und Jetzt mich wohlfühle. Und da sind wir wieder dabei, dass der Optimist oder wie auch immer, der an die Seele glaubt oder nicht, der hat nicht mehr oder weniger Recht als du. Also ich habe höchstwahrscheinlich nicht weniger Recht als du und andersrum. Die Frage ist, was es in hier und jetzt mit dir macht, für dich, deine Interpretation und für mich meine. Und das ist ja auch das Schöne, da sind wir wieder bei dem Video, was leider letztens gelöscht wurde, ist auf Axels Kanal, die Frage, welche Wahrheit ist wahr? Also das ist für mich meine Wahrheit, die ist für mich wahr und damit kann ich gut leben, damit habe ich mich arrangiert und die Menschen, die mit mir arbeiten, kommen ein Stück weit auch in Frieden mit ihrem Leben jetzt. Und damit sind wir ja wieder bei dem Spruch, wer heilt, hat recht. Und ich bin ganz bei dir.
du hast auf deine Weise da auch völlig recht in deinem Konstrukt und hast das für dich so gelegt, dass du damit gut durchkommst. Und ich habe es für mich so gelegt, wie ich damit gut durchkomme. Und Axel hat auch noch eine Idee dazu. Ja, ich finde es sehr spannend, wie ihr beide gerade diskutiert, auch kontrovers diskutiert. Finde ich super gut. Ich möchte einen Schritt weiter gehen, denn das, worüber ihr gesprochen habt, ist alles für mich Vergangenheit. Jetzt kann ich mich entscheiden, will ich in dieser Vergangenheit weiter bleiben, sein und leben und kann mich schlecht fühlen, kann Angst haben und, und. Schönes Wenn ich aber ein souveräner Mensch bin, dann kann ich auch eine Entscheidung treffen. Also die Entscheidung, ich bleibe in dieser Box drin, die mir vorgegeben wurde, oder ich entscheide mich, aus dieser Box rauszugehen, weil ich möchte glücklich sein, ich möchte Frieden haben, ich möchte Freude haben, ich möchte mein Leben genießen, ich möchte Spaß haben, ich möchte tolle Menschen kennenlernen. All diese Punkte, dafür kann ich mich ja auch entscheiden. Und da ich jetzt und hier und heute lebe und nicht gestern und vorgestern oder morgen und übermorgen, kann ich mich dafür entscheiden und kann in diesen Schmerz, der mir da zugefügt wurde, auch gehen lassen. Ich habe den nicht gehabt. Ich weiß nicht, wie ich das am besten mache. Da gibt es andere, die das sicherlich besser können. Aber viele andere Sachen habe ich in meinem Leben selber so entschieden, habe mich für etwas anderes entschieden. Nicht gegen das, was gewesen ist, aber ich habe für mich festgestellt, das schafft bei mir ein unglückliches Leben. Das ist nicht das, was ich möchte. Aber das ist ja wieder der Schritt des Bewusstseins. Genau. Und da sind wir wieder. Also alles dreht sich um Bewusstsein. Genau. Und wenn ich dann zurück ins Bewusstsein komme, dann entscheide ich mich bewusst für etwas anderes. Ich habe mich bewusst gegen Masken entschieden. Ich habe mich bewusst gegen die Bundesrepublik Deutschland in der jetzigen Art und Weise entschieden. Und dann kann ich etwas tun, etwas fühlen, etwas machen, was ich möchte, was mir gut tut, wo ich Spaß dran habe. Und es geht letztendlich um mich. Für mich geht es um mich. Ja? Wem ist in erster Linie mal die Bewusstwerdung? Bitte? Also die Leute müssen ja erstmal wissen, dass sie das Problem haben. Und ganz viele Leute, die indoktriniert und zerstört durch die Gegend laufen, wissen es ja nicht mal. Wie viele Leute siehst du in einem Bus? Also ich fahre keine öffentlichen Verkehrsmittel, aber früher, als ich es noch gemacht habe, war das so. Wie viele Leute siehst du, die da glücklich sind? Und wie viele Leute siehst du, die mit Gesichtsausdrücken durch die Gegend laufen, die eigentlich dringend einen Therapeuten brauchen? Und wie viele Menschen beim Essen beobachtest im Restaurant, ja? Die eine Dreiviertelstunde kein Wort miteinander wechseln. Ey, sucht euch ein Restaurant, wo es zwei Ebenen gibt, wo man oben in einem Ring sitzen kann, wo man runtergucken kann in den anderen Essbereichen. Beobachtet mal die Paare oder die Menschen, die sich da hinsetzen. Also darüber muss man mal tatsächlich eine A4-Seite schreiben. Ja, Tisch 1, 2, 3, 4 macht das und das. Die reden nicht miteinander. Wenn die miteinander reden, redet nur einer und der andere schweigt. Es gibt ganz wenig gleichberechtigte Kommunikationsebenen. Das ist völlig schräg. Und deswegen, die sind sich aber nicht darüber bewusst, dass es nicht gleichberechtigt ist. Und die Frau, die ganze Zeit nur alles mit sich machen lässt oder wo der Mann da sich hinstellt und selbst sich über sie entscheidet und sie sogar noch die Wahl des Essens ihm überlässt, die ist sich nicht darüber bewusst, dass sie das tut, sondern es ist für sie Normalität und wahrscheinlich schon seit der Kindheit. Und sie hat sich nie die Frage gestellt, warum esse ich eigentlich nicht, was ich will. Da bin ich ja ganz bei dir. Ich denke schon, dass eben für mich nach meiner Sicht der Dinge diese Transformationszeit, in der wir gerade mittendrin sind, dass die Menschen dazu bringt, auch bewusster zu sein. Also alleine, dass wir so ein Video jetzt machen, dass vielleicht jemand guckt, der das noch nicht hatte bis jetzt, der vielleicht oder die vielleicht diese Frau war, die sich halt das Essen von ihrem Mann bestellen hat, weil sie sagt, ja, der hat immer einen guten Geschmack, der weiß ja, was ich mag und dann, ne, so ist ja immer gut gegangen, ne, hat ja immer geschmeckt, wenn er mir was bestellt hat. Wenn die das jetzt sieht, macht die vielleicht so einen kleinen Peng und denkt, ich könnte ja mal anfangen zu üben, wie das abläuft mit dem Bewusstsein. Also, ich bin ja ganz bei euch. Die Welt ist so gestaltet worden, dass wir dieses Bewusstsein wegtrainiert bekommen haben über die Generationen. Und jetzt haben wir die Chance, es eventuell in einer Generation, wenn wir es wirklich wollen, wenn wir es wählen, wieder zurückzuholen. Also wir können ja zum Beispiel, Axel, du sagst immer, ich habe mich bewusst entschieden, keine Maske zu tragen. Man könnte ja jetzt auch sagen, ich entscheide mich ganz bewusst, die Maske zu tragen. Es ist genauso okay.
Ja, also es ist genauso okay zu sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, Wahlen machen nur wieder neues Parteisystem, da kommen dann neue Köpfe auf gleiche Stühle, die dann wieder dasselbe Spiel spielen. Ich bin mit dem Spieler bis dato irgendwie ganz durchgekommen. Ich gehe jetzt bewusst wählen, weil ich es genau in dem Grunde gut finde und ich gehe nicht wählen, weil man sagt, man muss wählen gehen. Oder weil es jeder so tut. Mann ist übrigens auch so ein geiles Ding. Mann. Mann macht dies nicht, Mann macht jenes nicht. Da habe ich schon früher immer gesagt, wenn ich diesen Mann mal finde, der kriegt von mir rechts und links eine geballert, weil er die Menschen unglücklich macht. Dieser Mann mit einem N, klein geschrieben. Ja? Aber du hast gerade was Schönes gesagt. Ich kann mich ja auch bewusst für die Maske entscheiden. Diese Entscheidung ist meine Entscheidung, die treffe ich bewusst. Ich kann mich auch als Frau bewusst dafür entscheiden, dass der Mann das Gericht auswählt, weil ich nämlich Bock drauf habe, überrascht zu werden, ja, oder weil ich weiß, dass der einen super Geschmack hat und echt immer geile Sachen aussucht. Da kann ich mich auch bewusst für entscheiden. Ich muss nur selber die Entscheidung treffen. Darum geht's. Ich treffe die Entscheidung. Ob das oder das oder das. Man kann sich jetzt aber auch zu leicht machen, wenn man jetzt diejenige ist, der sich jetzt davon getriggert fühlt. Sekunde, ja, so mache ich das. Scheiße, was ist da eigentlich jetzt vor 2 Minuten noch? Und jetzt kommst du und sagst, da, jetzt kann man ja bewusst entscheiden und setzt sich dann wieder in seinen Stuhl zurück und sagt, ach ja, das entscheide ich jetzt bewusst, es geht einfach so weiter wie vorher. Und das Tom, ich glaube, das hast du jetzt falsch verstanden. Also, man kann jetzt sagen, ich habe jetzt das Bewusstsein dafür bekommen, dass ich das hat immer so gehen lassen, weil es halt so war. Man kann aber jetzt dann sagen, okay, bewusst werde ich heute mein Essen selber bestellen und nächstes Mal lasse ich meinen Mann mal wieder bewusst und schaue dann, wie sich das für mich anfühlt. Das wäre dann eine Bewusstseinsschulung. Da bin ich bei dir. Ein Mensch, der aber sein Leben lang lernt und jetzt mit 40 dann mit seinem Mann zusammen im Restaurant sitzt, sein Leben lang aber gelernt hat, dass er quasi diese Dinge abgibt, der stellt sich nicht auf einmal hin und wägt gleich mit deinen Sachverhalten ab und sagt, okay, heute mache ich es mal so, morgen mache ich es mal so und ich gucke mal, was da rauskommt. So selbstsicher ist der nicht. Das fängt doch mit irgendeinem kleinen Ding an. Komm, du musst ja mit irgendeinem kleinen Ding anfangen. Dafür hast du doch den Test. Wenn du dir nicht sicher bist, mach den hier. Teste, ob das gerade für dich gut ist oder nicht. Dein Unterbewusstsein wird es wissen. Deine Seele, dein Unterbewusstsein, dein höheres Selbst, wie auch immer du das nennen willst, das weiß, was für dich gut ist. Auch wenn du selber vielleicht gerade nicht weißt. Das Unterbewusstsein, also ja, für mich vermischt sich das. Ich meine, es mag irgendwie auch daran liegen, dass ich grundsätzlich tiefere Einblicke in einige Kaninchenbauecken bekommen habe, aber das Unterbewusstsein ist ja das, womit die ganze Zeit arbeiten. Und das Unterbewusstsein ist das, was man ja unterbewusst eigentlich nicht steuern kann, außer man macht sich bewusst, dass es gesteuert wird und dass man das selber ändern kann. Aber um dahin zu kommen, muss man in die Aktion gehen. Und die ganzen Menschen, die passiv sind und mit sich machen lassen, was sie wollen, gehen nicht in die Aktion. Und wenn sie die nächste Wiese finden, auf der sie sich hinlegen können, nämlich die erste nächste Wiese, dann legen sie sich auch hin. Und das ist das Problem. Wenn man ihnen jetzt quasi sagt, na, du kannst das ja auch bewusst übergeben, dann ist das für sie direkt die Erklärung, ah ja, Sekunde, ich muss mich ja hier gar nicht mit mir selbst befassen und mit meiner Vergangenheit. Aber das sind 70% der Bevölkerung. Wir reden hier nicht irgendwie. Ich bin aber der Meinung, dass das jemand, der das jetzt verstanden hat, was wir gesagt haben. Also machen wir ein anderes Beispiel. Vielleicht war das jetzt ein dummes Beispiel mit dem Essen und weiter bestellen lassen vom Mann. Ich sage ein Beispiel aus meinem Leben. Was mir halt schnell passiert, und zwar völlig unbewusst, ich bin jemand, der sehr schnell mit Wut reagiert. Ja? Aber auch schon die Galle raus im Übrigen. So, das ist so mein Thema. Meine Kraft kann immer aus der Wut irgendwie. Ja? So. Ich bin mal über die Autobahn gefahren, A5, war riesenlange Baustelle, 17 Kilometer, musste diese Strecke sehr häufig fahren. Und diese 2 Jahre oder anderthalb war diese Baustelle. Und ich wusste schon, super Stau heute. Heute umfahre ich die mal. Also ich fahre Baustellen nicht gerne, weil das auch Sodom und Gomorra ist. Wie lange Geschichte. Bin auf jeden Fall diese Baustelle umfahren, mit meinem Navi natürlich. Bin dann wieder bei der Autobahn, also hinter den 17 Kilometern, und fahre in Richtung zurück auf. Habe die falsche Auffahrt genommen. Also nicht da, wo ich hin wollte, sondern zurück sozusagen wieder in diese 17 Kilometer. Hab mich tierisch hab gemerkt, wie meine Wut in mir hochkommt. Und dadurch, dass ich aber viel Bewusstseinsschulung gemacht habe mit mir selber, habe ich sofort gemerkt, aha, jetzt kommt Wut. Die will ja auch Platz haben.
Die kann ich auch nicht runterschlucken, ist auch nicht gut. Also habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt ganz bewusst wütend sein. Habe einmal volle Möhre laut in meinem Auto geschrien, was für ein dusseliger Hansel ich eigentlich bin. Und während ich das gemacht habe, habe ich gleichzeitig so laut loslachen müssen, weil die Wut dann plötzlich gar keinen Platz mehr hatte, weil ich sie bewusst habe gesagt, okay, dann bin ich jetzt mal total sauer und habe dann eigentlich aber schon quasi volle Möhre wieder gelacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Gab dann noch eine Ausfahrt vor den 17 Kilometern Baustelle. Die habe ich dann genommen, habe gedreht und bin wieder richtig rumgefahren. Auch das, ich kann auch bewusst mal schlecht drauf sein. Also es geht nicht darum, nie wieder traurig zu sein, nie wieder Angst zu haben. Aber diese Bewusstheit oder das Bewusstsein, in dem Fall ist Bewusstheit das bessere Wort, dass die Bewusstheit über eine Emotion in mir und dann vielleicht zu gucken, wo kommt sie denn her? Und macht sie gerade Sinn? Und macht das, was ich jetzt darauf tun werde, aufgrund dieses Gefühls, macht das Sinn? Ist das, welche Wirkung wird diese Ursache haben? Oder bin ich mir bewusst über der ganzen Sache und lege eine andere Ursache, um eine andere Wirkung zu bekommen? Das ist so verkettet miteinander, da bin ich ja ganz bei dir. Ich funktioniere noch ganz anders. Ich würde mich fragen, warum wirst du so wütend? Was hat das ausgelöst? Ach, wo liegen da die Ursachen? Da brauchen wir gar nicht drüber zu. Und das ist jetzt aber genau der Punkt, wo ich quasi den Ring zum Anfang der ganzen Geschichte schließen würde. Ich glaube, das ist immer eine Standpunktfrage. Wo stehen die Menschen? Das ist immer eine Frage, wie bewusst sind sie sich und wie bewusst wollen sie sich werden? Einige haben gar keinen Bock darauf. Und ich rede hier über die 70%. Nee, das ist keine bewusste Entscheidung, sondern das ist einfach teilweise das Ergebnis. Entscheidung. Aber da sind wir eben wieder bei der Geschichte des Gesetzes des Stärkeren, sage ich mal jetzt profan. Das ist das, was im Kopf hängt und da stellt man sich irgendwie großes und kleines Tier vor. Es ist aber auch das Gesetz der stärkeren Energie und das Gesetz der stärkeren Entscheidung oder der bewussteren Entscheidung. Ein Mensch, der hinterfragt, bewusst Entscheidungen trifft und seine Ängste bearbeitet, indem er rausfindet, woher sie kommen. Genau. Der wird im Ergebnis ruhiger und dadurch auch länger und gesünder leben. Ein Mensch, der in seiner Angst ist, ob der jetzt vergewaltigt wurde, wofür er nichts konnte oder verschiedene andere Sachen aufgetaucht sind, der Partner hat sich selbst umgebracht und der steht da und möchte nicht wieder mit einem neuen Partner kommen, weil die Angst ist jetzt da und bla. Der Mensch lebt in permanenter Panik und dem seine Lebensspanne verkürzt sich, böse gesagt quasi, ja. Durch sein eigenes Verhalten. Insofern justiert sich dieses System wie die Marktwirtschaft ein bisschen selbst. Ja, der Mensch, der bewusste Entscheidungen trifft und glücklich ist, hat eine höhere Chance, alt zu werden, als der Mensch, der das nicht tut. Und da sind wir im Prinzip bei deinem Angstthema und Angst vor dem Tod. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast keine Angst vor dem Tod. Und ich glaube, Axel und Jens würde nicht ins Flugzeug steigen. Und viele Menschen haben aber Angst vor dem Tod, weil sie zum Beispiel den Partner hatten, der sich das Leben genommen hat oder der durch einen umstürzenden Baum gestorben ist oder verschiedene andere Sachen und sind damit konfrontiert und haben riesige Panik davor. So, also ist dieses Angstthema ein produziertes Thema, weil wenn man nämlich in die Energielehre geht oder in irgendwelche Glaubenssätze geht oder egal, wo man da wirklich in die Tiefe geht, stellt man immer fest, Sekunde, der Tod ist erstens nicht das Ende und zweitens kein Problem. Aber alle Leute, die da nicht hingehen, die sich von ihrem Standpunkt nicht wegbewegen, diese 70% oder vielleicht ja auch mehr oder weniger, was weiß ich, die Zahl ist hypothetisch, die haben damit ein Problem. Ja. Und je mehr Angst du hast, desto schneller altern der Zelten, desto schneller verreckst du oder du nimmst zwischenzeitlich mal. Deswegen ist so ein Video super, um da mal kurz den Bogen nochmal zu spannen und auch langsam zu Ende zu kommen. Deswegen finde ich so ein Video total wichtig, weil das Bewusstsein schafft. Und das beschafft jetzt Bewusstsein auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Dem einen hat es angetriggert, dass er vielleicht sein inneres Kind mal anguckt. Dem nächsten hat es angetriggert irgendwie, dass er sagt, okay, vielleicht ändere ich mein Glaubenssystem und habe keine Angst mehr vor dem Tod. Dem nächsten, ich denke, dass es jeden auf seine Art und Weise berührt und dass jeder auf seine Art und Weise daran jetzt wachsen darf oder wählt, eben nicht dran zu wachsen. Vielleicht auch unterbewusst. Wir wählen ja ständig. Also ich glaube, wir sind jede Sekunde in unserem Leben, wählen wir aus mindestens zwei Optionen. Und weil das so anstrengend ist, machen wir ganz viele Prozesse unterbewusst. Und die macht wieder unser Ego sozusagen, weil das weiß, der Körper hat bis dahin überlebt. Also den Weg grün gegangen, den gehe ich jetzt weiter, weil bis
bis dato war der Weg grün immer super, weil damit habe ich überlebt. Wenn wir jetzt anfangen zu sagen, okay, ich will aber raus aus der Box, ich will eine andere Welt erschaffen als das, was hier jetzt gerade draußen da rumläuft und will da nicht diese Box ist so unbequem geworden, weil die mich so konditioniert hat, weil die uns alle gleichschaltet, ich wähle jetzt mal den Weg lila. Weiß jetzt nicht, ob die Farbwahl jetzt gut war, aber ist egal. Ja, ich wähle jetzt den Weg lila. Dann ist das ja ein bewusstes Raustreten aus dieser Norm. Und natürlich weiß Ego da überhaupt nicht, ob das Überleben gesichert ist. Das Ego schiebt Panik ohne Ende. Das weiß ja nicht. Grün war immer gut. Grün hast du überlebt. Der Weg lila, wo wird der hinführen? Zum nächsten Abgrund und du siehst ihn nicht? Also, und da sind wir wieder beim Thema Mut. Also du siehst, alles ist ja auch mit allem verwoben. Wir können das fast gar nicht voneinander trennen. Und als Resümee einfach kann ich jeden nur einladen, diese Angst vor dem Tod wirklich bewusst einfach mal erstmal sagen, okay, die lege ich jetzt einfach ab, auch wenn ich es vielleicht mit dem Kopf noch gar nicht verstehe. Und ich recherchiere vielleicht mal, wie andere Glaubensrichtungen oder Naturvölker damit umgehen. Und mach mir klar, ganz im Ernst, ich werde so oder so sterben, ob ich da Angst vor habe oder in China platzt ein Sack Reis. Ich werde eh drüber sterben. Also kann ich die Zeit bis dahin doch irgendwie als gute Zeit nutzen und mir diese Angst mal ablegen. Und das ist dann ein bewusster Schritt, den ich erstmal sage, mache ich so. Und wie sich das auf dem Weg ergibt, wie das aussieht, in welchen Details sich das dann im Leben zeigt, ist ja mal eine ganz andere Geschichte. Also ich glaube, wir sind viel machtvoller und viel fähiger, als alle von uns sich das vorstellen können. Und wenn ich als mein Resümee zu dem Gespräch jetzt hier heute, wenn ich weiß, ich kann mich bewusst für etwas entscheiden, dann kann ich mich auch bewusst für eine tolle Zukunft entscheiden. Ich kann mich bewusst für Weltfrieden entscheiden. Ich kann mich bewusst für alles entscheiden, was ich will. Übrigens auch für Vergebung den Eltern gegenüber. Auch für alles. Ich kann mich für alles bewusst entscheiden. Und wenn ich mich bewusst dafür entscheide, dann kreiere ich eine Energie über mein Gefühl. Diese Energie geht ins Feld, ins Meer aller Möglichkeiten, wie auch immer das jemand nennen mag. Und wenn das viele tun, dann wird diese Energie ja sehr stark und wird auch Zukunft kreieren. Da sollten wir uns alle drüber im Klaren sein. Und wenn das viele machen, kann sich jeder vorstellen, wohin das führen kann, wenn wir es tun. Und deshalb sollten wir es bewusst tun. Und deshalb machen wir solche Videos, um dich einzuladen, da auch mal drüber nachzudenken. Ich finde, das ist eigentlich ganz rund geworden, oder? Was sagt denn unser Tom? Ist er noch da? Ich bin anwesend, ja. Ich höre eure Resümees und lasse sie wirken. Also ich glaube, für mich ist der maßgebende Punkt der, dass jeder verstehen muss, dass er mit seiner eigenen Energie auf andere Energien einwirken kann. Und ob das jetzt das Wasserglas ist oder ob es Menschen um einen herum sind, ob es das Bauchgefühl ist, was einem beim Kennenlernen von einem anderen Menschen schon sagt, der ist es nicht. Das muss man verstehen lernen. Und egal, an welcher Stelle man steht, ob man sich bewusst ist über seine Vergangenheit oder nicht, oder über sein Sein, über seine mögliche Zukunft, oder ob man gar keine Ahnung hat, warum man ständig mit den gleichen Dingen konfrontiert wird. Für jeden steht im Vordergrund immer, stell die Frage. Warum ist das so? Woraus ist es entstanden? Wie kann man es ändern? Dafür braucht man keinen Psychologen. Ja, einige Leute haben sicherlich schlimme Dinge erlebt und vielleicht ist ein Psychologe da eine sinnvolle Variante, aber dann sucht euch bitte einen aus, der nicht bei Sigmund Freud gelernt hat. Ja, bitte. Davon gibt es nicht so viele. Und davon gibt es wirklich wenige. Und das ist so wie mit Heilpraktikern und Ärzten. Also da wird auch eher zu einem Heilpraktiker, zu einem Arzt gehen, aber auch da gibt es viel Schrott. Nun ist es eben genau das. Also keiner kann verantworten, an seiner Stelle sitzen zu bleiben. Niemand. Ich nicht. Und auch nicht der Mensch, der bisher alles hat mit sich machen lassen, und auch kein Hartz-IV-Empfänger, der sich quasi auf einem Sozialsystem und den Steuern ernährt. Und das ist der Standpunkt, den man hat, ist nicht automatisch richtig. Jeder hat zwar einen anderen, aber es gibt eben völlig unterschiedliche Standpunkte. So wie unser lieber Herr Markus Krall, den ich auch kritisch sehe in einigen Punkten, aber eben verschiedene Dinge sehr gut sagt,
vor kurzer Zeit gesagt hat, die Beschäftigungsquote in Deutschland liegt unter 20%. Die Frage muss man sich mal stellen. Wir haben noch gar keine Arbeitslosenzahlen, die so groß sind oder was auch immer. Aber warum sagt er das? Weil der Verwaltungsapparat, der dieses System am Leben hält, von der Hälfte der Beschäftigten getragen wird. Und die werden aber alle aus den Steuern bezahlt, die die Leute generieren, die tatsächlich arbeiten. Also ist letztlich die Beschäftigungsquote nicht, weiß ich nicht, 40 oder 50%, sondern viel, 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 viel kleiner, nämlich nur die, die tatsächlich etwas erschaffen und dieses Erschaffene ins System einspeisen. Und die ganzen anderen, die jetzt denken, ich bin beim Arbeitsamt und mache einen guten Job oder bin bei der Polizist und mache einen guten Job und so, kann alles sein, aber ihr arbeitet nicht, ihr erschafft nichts, sondern ihr arbeitet mit dem, was andere erschaffen haben, und so solltet ihr damit auch umgehen. Das ist eine Bewusstwerdung. Ich sage nicht, dass der Job scheiße ist, aber macht euch darüber klar, dass ihr von Geldern bezahlt werdet, die andere Menschen, nämlich die, die da vor euch stehen, ins System einspeisen. So, Das ist jetzt seht ihr, wie der Kopf von Tom ist. Der ist immer mehrdimensional. Voll irre. Ja, genau. Also ich würde das Thema jetzt hier beenden für heute. Vielleicht kommen wir noch mal ein paar Fragen drunter, die wir dann in den Telegram-Gruppen beantworten. Wie immer gilt, wenn dir das gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wie immer gilt, wenn es dir was gebracht hat, gib es anderen Menschen weiter. Vielleicht bringt es denen auch was. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir euch, dich in den Telegram-Gruppen begrüßen dürfen, sofern du noch nicht da bist. In diesem Sinne würde ich sagen, für heute, gehabt dich wohl. ich freue mich aufs nächste Mal. Viel Spaß.